Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill.
wunderbar. Ich habe mal kurz eine Jahreszeit übersprungen mit diesem tollen Lounge-Stück namens Sensual Summer Breeze. Das klingt, als ob Carlos Santana mal kurz im Café Del Mar vorbeigeschaut hat. Der Track stammt aber von einem anderen Gitarristen, nämlich von Steve Raphael, der seine Musik unter anderem bei Jamendo.com anbietet. Gratis unter einer Creative Commons License. Den Download-Link findet ihr in den Shownotes auf meiner Homepage extrachill.de. So, und damit willkommen zum Extra Chill Podcast, liebe Zuhörer. Heute ist der 1. März 2017 und für mich einer der schönsten Tage des Jahres, nämlich Aschermittwoch. Ja, auch gebürtige Rheinländer können überzeugte Antikarnevalisten sein. Die närrischen Tage sind also vorbei, genau die richtige Zeit, um die karnevalgeschädigten Ohren mal wieder mit guter Musik zu verwöhnen. Wie immer erwartet euch eine feine, potsafe Musikauswahl und mit einer hochkarätigen Neuvorstellung startet das erste Songpärchen dieser 249. Episode. Nach langer Zeit stöberte ich auf dem Bandcamp-Profil des ungarischen Indie-Labels Buda Beats herum und stieß dort auf das Album K64 Sessions, für das die beiden Musiker Peter Hyde und Bodo verantwortlich sind. Zusammen mit einer Reihe von befreundeten Künstlern entstand dieser grandiose Player, aus dem ich gleich das Stück Moment of Truth vorstellen möchte. Gleich danach gibt's Nachschlag, und zwar vom Projekt Slow Noise, dessen aktuelles Album Depth of Sadness in Episode 238 zum ersten Mal vorgestellt wurde. Heute steht das Stück The Knot auf dem Programm. Thank you.
Chill Out aus dem Herzen Englands. Das war Slow Noise mit The Knot, erschienen beim Label Cold Tear Records und kann eben da, sowie bei Bandcamp und Amazon, erworben werden. Und das Set eröffnete spannende Lo-Fi Electronica aus Ungarn von Peter Hyde und Bodo. Und ich verspreche an dieser Stelle, dass der Track Moment of Truth sicher nicht der letzte Auszug aus diesem großartigen Album gewesen sein wird. Wer nicht zu lange warten will, kann den Longplayer über die Bandcamp-Seite von Budabeats gratis oder gegen eine Spende herunterladen. Mir war dieses Meisterwerk 2500 ungarische Forint wert. So, von Europa starten wir erneut nach Down Under, denn das australische Netlabel Subsymbolic Records hört einfach nicht auf, tolle Musik zu veröffentlichen. Tja, was soll ich da also machen? Klar, mehr Musik auswählen natürlich, und dem Wunsch komme ich sehr gerne nach. Beide Projekte sind zum ersten Mal bei Extra Chill. Zuerst besucht uns Will Francis aus London mit dem Titelstück seiner Flink-EP. Danach folgt das tolle Chill-Out-Stück Space Ride, das vom brasilianischen Solo-Projekt Obtuso komponiert wurde und das Teil des Albums First Mission Out There ist. Thank you.
Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein Space Night Special, denn Tracks wie das gerade gehörte Stück Space Ride vom Projekt Obtuso beschwören für mich den Geist der legendären TV-Kultsendung. Und auch der Song Fling von Will Francis, der das Set eröffnete, würde gut in ein solches Special passen. Mal schauen, vielleicht stelle ich im Sommer mal eine solche Spezialepisode zusammen. Lasst euch überraschen. Beide Stücke kann man über die Bandcamp-Seite von Subsymbolic Records bekommen. Die Links sind natürlich auch Teil der aktuellen Shownotes. Bitte unterstützt meinen Podcast mit Geldspenden auf mein PayPal-Konto. Klickt dazu auf den Button, den ich auf meiner Homepage installiert habe. Nochmal die Adresse extrachill.de. Nicht minder würde ich mich über Feedback zur Sendung freuen. Postet Kommentare in die Shownotes oder nutzt dazu mein Soundcloud-Profil unter soundcloud.com/extrachill. E-Mails gehören ins Postfach info@extrachill.de. Nun geht's endlich weiter mit Musik und im letzten Song-Doppelpack für heute erwartet uns zuerst eine Neuvorstellung. Beim Besuch des lokalen Netlabels Simmer Records entdeckte ich das sehr vielschichtige Album Anxious States von Fronk, einem jungen Mann aus dem Großraum Brüssel. Als kleinen Appetithappen hören wir gleich daraus den Track New Mana. Gleich danach gibt's noch einen Nachschlag, diesmal vom Berliner Electronica-Projekt Delirian, das sein Extra-Chill-Debüt mit dem Album Rainstorm in Episode 246 gab. Daraus folgt heute ein weiteres Stück, und zwar der Track Violett. Viel Spaß! Thank you.
farbige Sounds aus der Hauptstadt. Das war Delirion mit der Nummer Violett. Ein Gratis-Download beim Netlabel Odrex Music unter odrexmusic.com. Und davor erklang zum ersten Mal Musik von Francesco Frank Martini in diesem Podcast. Wir hörten das Stück New Mana aus dem Album Anxious States. Ein freier Download unter zimmer-records.org. Mal wieder neigt sich eine exzellente Extra-Chill-Ausgabe dem Ende zu. Doch bevor ich mich verabschiede, sage ich noch schnell den heutigen XL-Rauschmeißer an. Und der stammt von einem Urgestein des Kavi Collective. Einigen Hardcore-Hörern ist das Solo-Projekt Alcor vielleicht noch aus den Episoden 161 oder 186 bekannt. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, denn dann dürft ihr euch gleich angenehm überraschen lassen, wenn das Stück Half Moon erklingen wird. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören, liebste Hörerschaft. Macht's gut und hört am 15. März 2017 wieder rein, denn dann erscheint die nächste Ausgabe von Extra Chill. Nummer 250 sogar, also ein halbrundes Episodenjubiläum. Nun nehmen wir den Halbmond am kommenden Sonntag schon mal musikalisch vorweg. Hier ist Alcor mit Half Moon. Download unter kavi.org sowie bei Bandcamp.
Extra Chill.